Das verschwundene Dorf Winnefeld liegt beiderseits der Bundesstraße 241 an einem uralten Handelsweg. Nachgewiesen ist der Höhepunkt der Besiedlung im 13. Jahrhundert. Um die verlassene Dorfstelle ranken sich schon ab dem 16. Jahrhundert allerlei Legenden und Gruselgeschichten. Von der einstigen Siedlung sind heute nur noch die vollständig restaurierten Fundamente eines romantischen Kirchbaus als bauliches Zeugnis erhalten geblieben. Da die Reste der Wüstung lange unter einem Erdhügel verborgen lagen, wurde erst im Jahre 2002 mit den Ausgrabungen begonnen. Erst nach 7 Jahren wurde die Ausgrabungsserie im Jahr 2008 abgeschlossen. Die Fundamente des Kirchenbaus lassen darauf schließen, dass in der Zeit um das 12. Jahrhundert der Bau der Kirche abgeschlossen war. Sie präsentiert sich für eine Dorfkirche als ungewöhnlich groß. Es wird vermutet, dass die Kirche im Inneren mit einem Gewölbe ausgestattet war. Die Höhe des Turms soll etwa 15 bis 20 Meter betragen haben. Man geht also davon aus, dass somit das umliegende Dorf recht viele Einwohner hatte. Auf dem Friedhof, der rund um die alte Kirche gelegen hat, wurden die Reste von 170 Skeletten gefunden, die deutliche Spuren von tödlichen Schwerthieben erkennen ließen. Die Gesamtzahl der Bestattungen auf dem Friedhof wird etwa um die 2000 geschätzt, von denen sich aber nur noch das Knochenmaterial im Bereich kalkhaltiger Mauerreste der Kirche erhalten hat. Man fand vollständige Skelette, aber auch einzelne Skelettknochen. Die Gräber lagen auch in Schichten übereinander. Kinderskelette lagen dicht an der Kirchenmauer, also unter der Taufe. Die anthropologischen Untersuchungen haben Erkenntnisse über die Lebensweise und Ernährung der Einwohner ergeben. Keramikfunde belegen, dass das Dorf schon um das 8. Jahrhundert gegründet wurde und etwa um 1250 großflächig ausgebaut wurde. Der Ort erstreckte sich in Ost-West-Richtung etwa 2,5 Kilometer und in Nord-Süd-Richtung etwa 2 Kilometer. Es wurde Getreide angebaut, Vieh gehalten und Waldwirtschaft betrieben. Der Untergang der Siedlung dürfte sich etwa im 15. Jahrhundert vollzogen haben. Es ist anzunehmen, dass der Grund zur Aufgabe des Ortes vielschichtig ist. Die Einwohnerzahl ging vermutlich durch Pest, Cholera und andere Epidemien stark zurück. Die Klimabedingungen in den höheren Lagen waren sicher nicht gut und ein allgemeiner Niedergang der Landwirtschaft kam dazu. Der Ort wurde um 1342 schwer von der Magdalenenflut getroffen und auch die landwirtschaftlichen genutzten Ackerflächen wurden durch den Reiherbach hinfortgespült. Vermutet wird, dass dieser Starkniederschlag die Lebensgrundlage der Dorfbewohner vernichtet hat und darauf das Dorf aufgegeben wurde. Laut Aufzeichnungen aus dem 19. Jahrhundert lagen zu dieser Zeit noch 23 Brunnen offen, bis dann bis auf 2 Stellen diese zugeschüttet wurden. Auch der Friedhof soll zu dieser Zeit noch ein steinernes Tor gehabt haben, was auch erkennbar gewesen sei. Danach ist die Siedlung in Vergessenheit geraten.